Wie mache ich einen wirklich perfekten Haarfreisteller? Dazu gehe ich in die Kanäle und versuche es bei diesem Bild bei einem Haarfreisteller mit fotografischen Masken. Dazu gehe ich eben, wie gesagt, in die Kanäle und werde den geeigneten Kanal suchen, welcher Hintergrund und Haare am besten trennt. Das ist in diesem Fall der Blaukanal. Ich dupliziere nun diesen Blaukanal und sage dem Haare freistellen. Ich wähle diesen Kanal an, deaktiviere alle Farbkanäle und werde nun die Gradation etwas erhöhen, so dass die dunklen Bereiche etwas dunkler werden und die hellen Bereiche im Hintergrund etwas heller. Dazu zoome ich ein bisschen ein und werde das Gradationswerkzeug aufrufen. Mit gedrückter Command-Taste auf Mac klicke ich in den hellen Hintergrund und werde nun einen etwas dunkleren Haarbereich ebenfalls auswählen. Ich gehe nun und werde die Gradationskurve etwas aufsteilen, das heißt die dunklen Haare etwas dunkler machen und den hellen Hintergrund etwas heller. Ich mache das ein zweites Mal, um das Ganze wirklich dezent anzuwenden. Ich klicke in die etwas dunkleren Haare und werde die Gradation nochmals etwas aufsteilen. Jetzt kommt ein wenig eine Fleißarbeit. Ich werde mit dem Pinselwerkzeug und mit der schwarzen Farbe versuchen, hier diese Person in der Maske, in der fotografischen Maske auszumalen. Um das Ganze im Video etwas zu vereinfachen, mache ich hier eine Pause und Sie sehen dann das Fertige. Wichtig einfach hier bei den Haaren nicht bis ganz außen fahren und auch an den Kanten nicht bis ganz nach außen hin eine harte Kante ziehen. Ich habe nun diese Maske ausgemalt und werde diese Maske jetzt Bild, Korrekturen, Umkehren, einmal umkehren. Ich gehe hin und sage alles auswählen, bearbeiten, kopieren. Gehe in die Ebenen und werde hier eine Ebenenmaske hinzufügen. Mit gedrückter Alt-Taste auf die Ebenenmaske und Bearbeiten einfügen habe ich nun diese Maske hier im Bild eingefügt. Wenn ich nun etwas einzoome, dann erkennen Sie, dass diese Haare hier fein im Hintergrund noch erhalten sind. Wie es weitergeht im nächsten Film.